Mann, bin ich gut. Mann, bin ich gut. Hast du heute einen Glückskeks gefressen oder was, ey? Hä? Was denn? Hä? Wie? Wer? Was? Ich weiß doch gar nicht. Ich versuche gerade auf meinem Handy irgendwelche lustigen Clips zu finden oder Soundeffekte, um hier die Stimmung aufzuheitern. Aber ich glaube, die Qualität von meinem Handy ist so schlecht, dass ich glaube, das hört man nicht. Was könnte man denn kennen? Wen kennt man doch bestimmt. Ah, ich hoffe, wir kriegen keine Probleme mit dem Copyright. Ach, danke. Don't hassle the Hoff, Junge. Don't hassle the Hoff. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Aber so was von. Das A-Team. Woo! Yeah! Das brauchen wir. Jumps crashing down and hurts inside. Ja, wenn man das hört, dann fühlt man sich gleich alt. Man fühlt, wie einem die Haare ausfallen. If you hurt my friends, then you hurt my pride. I gotta be a man, I can't let it slide. Habt ihr auch gerade so Bedürfnis, ein T-Shirt zu zerreißen? Ja. Noch was Lustiges? Wir müssen jetzt diesen Kampf gewinnen. Weil, wenn wir verlieren, wie lange haben wir schon nicht mehr gespeichert? Ich weiß nicht, ich frage ein bisschen den Captain. Du musst drücken. Hm? Oh, Godzilla! Wenn du die Königin oder die Fee lebend wiedersehen willst, gib mir das Malerschwert. Pack deinen Prängel aus, doch. Du kleiner Feigling! Schleichwerbung. Jetzt habe ich noch einen ersten Klassiker für euch. Es tut mir leid, aber schmeicheln wird dir nicht helfen. Das kennt wirklich, jeder, oder? Sigi, bitte drücken. Ja, die Serie, das war noch cool. Aber ich vermisse jetzt gerade Ramrod. 1972, a crack commander unit was sent to prison for a crime they didn't commit. Weiß jemand, wo das herkam? A-Team. Richtig. Weiß jemand, wo das herkam? Nein. You smell what the Rock is cooking? Some poontang pie. Was ist Pie? Poontang Pie. Or maybe The Rock has gonna beat Kurt Angle, which means I'm gonna drink a big glass of milk, eat some chocolate chip cookies, and maybe I take 2 Viagra. Or maybe The Rock has to beat Rikishi, which I did it for The Rock. I did it for the people. I did it. Ah, shut up, you thong wearing fatty. Du Lügner, das war's. Komm her und kämpfe wie ein Mann. Komm endlich. Ich hab ein paar WWE Theme-Songs drauf. Wollen wir Theme-Song-Raten machen? Das ist sinnlos. Wenn ich sie nicht töte, werden es die Gottbiester tun. Das war eine gute Antwort. Ich sag euch was. Ich lasse euch am Leben. Dann könnt ihr das Ende der Welt mit ansehen. Also einer von uns müsste das hier kennen, also du, zwei von uns. Mindestens zwei von uns. Brad!
du musst drücken. The best there is, the best there was, and the best that ever will be. Und nein, ich rede nicht von ausnahmsweise nicht von mir. Nein, Captain. Ah, gut, dann ist mit WWE noch wie Fehl. Bist du okay? Nein! Es war nicht dein Fehler. Echt? Sie versuchen die Gottbiester wieder zu beleben. Was? Ah, das ist dein Text. Ja, dann lesen wir jetzt auch auf zu Ende. Ich muss mal eben noch ein bisschen. Die letzten vier Wörter sind dein Text, Sigi. Step into the light and then you know you were set and trapped by the walls of Jericho. Was willst du tun? Weißt du, was mir da für ein Spruch einfällt? Secret of Mana is Jericho! Armbar! Ja, könnt ihr den mal zeigen im Spiel? Den Armbar? Ja, wenn der Sigi mal weiter drücken würde. Na freilich, guck mal hier, klick! Fee schließt eure Augen. Weißt du, woran ich jetzt auch schon wieder denken muss? Woran? An unsere endgeile Promo. Ach, was waren wir noch cool damals. Ja, damals waren wir noch cool. Damals, als wir noch jünger waren. Es ist schon wieder soweit für die Welt des Schmerzes. Jetzt kommt wirklich der Hauptteil. Oh, du bist neu. Yeah. Hast du nicht was vom Road Dog? Nee, nicht auf dem Handy, das müsste ich dann im Internet raussuchen, aber wie gesagt, kein Stereo-Mix und so weiter. Ja. Your ass better call somebody. Call somebody to my house. Sie bitte drücken. Worauf soll sie gedrücken? Das Knöpfchen. They want to do my drops, ja. Oh, endlich können wir weiterspielen. Wo müssen wir die Gottbiester besiegen, ne? Da lief gerade ein Abschau von in einer gefühlten Dreiviertelstunde. Und du hast wieder die falsche Taste gedrückt. Ah, ich war. Es geht echt keine Session ohne, dass dir das passiert. Ja. Habe ich das Gefühl, du machst es extra. Ich hab hier noch so eine lustige Telefonverarbeitung. Oh, die kennt davon euch. Das ist eine lustige Runde mal wieder. Ich habe hier noch eine lustige Telefonverarbeitung, die kennt bestimmt auch jeder von euch. Warte mal, ich mach's mal an. Ist das zufällig mit Sergeant Gunnery Hartman oder wie der heißt? Ja. Wie lautet der sechste Wachbefehl? Ich bin Gunnery Sergeant Hartman. Grüße Sie, was können wir für Sie tun? Wie ist Ihr Name, Saftsack? Wie bitte? Wie ist Ihr Name, Saftsack? Der Typ, der da angerufen wird, der hört sich ein bisschen an wie Cashew, oder? Wie unser Emo. Oder meine ich das nur? Nee, aber ich nicht, also jetzt, nee, würde ich nicht sagen. Aber ich mache ihn gerade. Ich sag dir meinen Namen. Ihr werdet mich nicht mögen, weil ich hart bin. Ja, was kann ich denn? Ich bin hart, ey, scheiße. Wen haben wir denn hier, einen verkannten Komiker? Bitte? Ihr Arsch kommt auf meine Liste! Sie werde ich mir merken! Sind Sie vom Stab? Wie lautet der sechste Wachbefehl? Ich hab keine Ahnung, mir doch. Ich nehme an, ich hab mich da gerade verhört! Ja, sind Sie von der US-Basis? Sie sind so hässlich, Sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein! Wie ist Ihr Name, Sie Fettsack? Ja, nicht in diesem Ton. Ich kann sie nicht hören! Nicht in diesem Ton habe ich mich gesagt. Jetzt reicht's! Ich nehme an, ich habe mich da gerade verhört! Na, hör mal, jetzt hört sie mir zu! Das ist traurig, Ihr Name! Sie, merke ich mir vor! Für was denn? Sie sind so hässlich, Sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein! Wie ist Ihr Name, Sie Fettsack? Oberfeld, wie Berufmann! Bullshit, ich kann sie nicht hören! Wie sagen Sie Ihr Name? Nicht ein verdammter Mann, ich frage Ihr Private, haben Sie verstanden? Nein! Dann danke ich Ihnen, Miss Private, ich kann nur sagen! Ihr Führer!
Ja, für die zwei Leute da draußen, die es noch nicht kannten. Ne? Bist du jetzt zum leichtesten Godbeast geflogen? Ich bin einfach zu irgendeinem Godbeast geflogen. Ach jo, das kennt doch, das kennt, also der Scheinsport kennt es auf jeden Fall. Ja. Ja, man kann ja über The Lame Triple H sagen, was man will, aber der Simpsons ist cool. Zumindest die Band. Ich finde aber das Lied auch nicht schlecht. Die Band! Du kommst nicht in die Band? Nee, die Band kommt mit, muss mindestens 50 sein. Ja. Und die WCW mit kaputt gemacht haben. Detlef Disos, der Mann, der geil wird, wenn er 15-jährige Kinder anschnauzt. Genauso wie Dusselchen. Ups. Wer war Dusselchen? Achso, ja, okay, da war ja. Ja, nee, okay. Das war... Ich glaube, ich habe mich da gerade verhört. Wie war das mit Detlef Disos? Ah, genau. Ihr seid so tight. Wenn ich mit euch fertig bin, dann burns. Oder auf Deutsch. Oder auf Deutsch. Zu kleinen Kindern, ihr seid so eng, wenn ihr mich wieder fertig mit der brennt's bei euch. Ups. Da lade ich dich in mein Loch ein und du willst gar nicht rein. Ihr seid so widerlich, ey. Das ist deine Schuld. Erst ist mein Loch wieder da rausgesprungen. Was soll ich denn machen? Ja, wir sind gerade nur pumpige Eien. War's schon fast mit den lustigen Sachen um mein Handy. Ja. Du musst den Arnold wieder rauslassen. Das wollen echt alle hören. Das will ich vorher erst in die Comments lesen. Das wird nicht doch schwierig. Wenn ich das lustig finde. über mein Honorar reden wir später, ne? Dafür ist keine Verhandlung. Das müsste Heinz Back erkennen, wenn er das hört. Warte mal, ich spiel's mal ab. Du machst mich vielleicht heiß. Hey, sieh doch nur, da ist eine nackte Frau. Ganz nackt Samurai Shampoo. Richtig. Sigi, wo hast du uns hingeführt? Ich weiß nicht, ich dachte eigentlich, dass ihr richtig. In die Welt des Schmerzes wahrscheinlich. Führe uns, Captain Schein. Hier gibt's nur einen Captain, ne? Okay, Captain, führe uns, sage was. Ich bin ein General. General M. Bison. Nee. Weißt du, was mir dazu einfällt? Quick! Change the channel! Switch the channel! Eigentlich dachte ich,